Hallo, frohes neues Jahr, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Maike und möchte euch zeigen, was ich so gestrickt und gehäkelt habe. Ich habe gehäkelt in der letzten Zeit, wo wir uns gesehen haben. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Feiertage. Habt es euch richtig gut gehen lassen und ich hoffe, ihr seid toll ins neue Jahr gerutscht. Mal gucken, was 2022 für uns bringt. Ich bin gespannt. Das Licht ist heute sehr bescheiden. Es wird auch wahrscheinlich nicht besser. Also, wenn ich müde aussehe. Ausnahmsweise bin ich es nicht. Es liegt am Licht. Aber irgendwie, ja. Ich habe auch hier alles angemacht, was ich anmachen konnte. Aber ich habe hier halt einfach nicht die super duper Studiobeleuchtung. Und deswegen bin ich, wie ich sehe, etwas blasser, als ich eigentlich bin heute. Naja, also. Da müsst ihr mit meinen Augenschatten leben. Ich wollte euch zeigen, was so alles fertig geworden ist. Eine Sache trage ich schon. Da seht ihr natürlich meine sexy Jogginghose, die ich zu Hause trage und diese Jacke. Die ist fertig geworden aus dem Buch. Einen Moment, jetzt habe ich das Buch vergessen. So, das Buch ist es, Swing Swagger Drape. Und ich habe gestrickt, habe ich euch ja bestimmt schon mal gezeigt. Blätter, Blätter, Blätter. Wo ist es denn? Diese Jacke, die ist bei mir nicht so lang wie bei dem Model, obwohl sie das eigentlich hätte sein sollen. Aber ich habe unten die Spitzen, die hier, da habe ich dann immer so Maschenmarkierer reingetan, damit ich da direkt weiter stricken kann. Und dann habe ich erstmal den oberen Teil gemacht und dann die Ärmel sicherheitshalber. Und als ich mit den Ärmeln fertig war, ist das übrig geblieben. Das ist viel zu wenig, um überhaupt noch daran zu denken, eine Reihe weiterer Diamanten zu stricken. Also deswegen ist die Jacke relativ kurz. Also die Zipfel, die gehen mir bis zum unteren Bereich der Oberschenkel. Aber ich wollte es eigentlich über die Knie haben. Ja, hat leider nicht geklappt. Ich habe eine größere Größe gestrickt, damit ich da was drunter ziehen kann. Problem, es ist schon ziemlich groß eigentlich, aber die Ärmelausschnitte, also die Ärmel sind auch schön weit, aber die Ärmelausschnitte selber, die sind gar nicht so groß, dass ich da jetzt noch einen großartigen Pulli drunter ziehen könnte, ohne dass es hier irgendwie unbequem wird. Also es würde passen, aber es wäre schon ein bisschen unbequem und ja, also es ist jetzt eine etwas größere Jacke, weitere Jacke, aber jetzt kann ich nicht großartig was drunter ziehen und ich habe es nicht umstrickt, sondern umhäkelt, weil ich auf das Umstricken überhaupt keine Lust mehr hatte. Die Wolle habe ich gefärbt. Vor langer Zeit schon. Also die ist wirklich lange im Shop geblieben. Die ist nicht so wirklich weggegangen. Die ist mit Merino und dann so mit Seide umzwirnt. Sieht man das? Nicht so wirklich. Es glänzt so leicht. Die sieht verstrickt wirklich auch besser aus als im Strang. Also im Strang war sie ein bisschen unscheinbar. Ich konnte das jetzt verstehen, dass sie da nicht super gegangen ist. Aber verstrickt finde ich die sehr schön, wegen diesem leichten Glanz, den ihr leider in der Kamera nicht sehen könnt. Also das ist so eine von den Wollen, die sich ein bisschen versteckt, wie schön sie eigentlich wirklich ist. Und ich finde auch die Färbung ganz interessant. Hätte ich so tatsächlich zusammen nicht verstrickt, wenn ich das nicht irgendwie, wenn ich nicht gesagt hätte, gut, ich nehme sie jetzt dafür. Ich habe also die letzten Stränge genommen. Ein paar sind ja weggegangen, aber die meisten eben nicht. Und dann habe ich die letzten Stränge genommen und habe mir die Jacke draus gestrickt. Oh, alter Schwede, ist die warm. Das ist die Kay-Garn. Und die ist halt, also da ist halt komplett Wolle und Seide drin. Oh, die ist so warm. Also ich werde hier da die Jacke auch wieder ausziehen, weil ich mich gerade schon wieder zu Tode schwitze. Obwohl es kalt ist. Aber dafür war sie auch gedacht. Ich wollte sie eigentlich draußen tragen. Als Überjacke. Und dann so ein bisschen windgeschützt zwar nicht, aber ein bisschen Wetter, also temperaturgeschützt. Und ja, die wird echt warm sein. Also wenn ich sie draußen im Garten trage oder so, dann friere ich nie wieder. Also wenn ihr die Jacke nachstricken wollt,
haltet euch an die Nadelgrößenvorgaben. Also die wird immer wieder runtergesetzt, je weiter man hochkommt. Habe ich nicht gemacht, weil ich diese halben Nadelstärken nicht hatte. Also 3,75, ich glaube, mit 4 gestrickt, glaube ich. Dann hätte ich auf 3,75 runterwechseln sollen und dann auf 3,5. 3,75 besitze ich nicht. Also oder 2,5 irgendwas habe ich nicht. Wenn ich hier nochmal nachstricke, die Jacke, dann mache ich das auf jeden Fall, weil die Diamanten wären dann ein bisschen kleiner geworden. Das würde dann hier auch besser sitzen. Also hier ist es wirklich locker und das sind die Schultern, also die sollten eigentlich da sitzen. Das merkt man schon. Also das war wirklich durchdacht von der Designerin, aber ich war halt zu geizig, mir eine neue Nadel zu kaufen. Und ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, weil die ganze Jacke generell weiterfällt, aber wenn ich sie nochmal mache und ich kann mir vorstellen, dass ich sie nochmal mache, weil sie wirklich Spaß gemacht hat, dann mache ich das auf jeden Fall. Und wenn ihr das nachstricken wollt, dann empfehle ich das, dass ihr da im Zweifelsfall in weitere Nadeln investiert, weil ich merke es. Also ich merke es einfach und ich finde es jetzt nicht katastrophal, ich finde es nicht dramatisch, aber für eine perfekt sitzende Jacke müsste man das auf jeden Fall machen. So, ja, also das ist die Jacke. Die, die habe ich, glaube ich, in 3 Monaten gestrickt. Also dafür, dass ich ja nie monogam an einer Sache stricke, habe ich ziemlich konzentriert an dieser Jacke gestrickt und war dann auch für meine Verhältnisse ziemlich schnell fertig, weil sie auch einfach viel Spaß gemacht hat. Weil man hat es gar nicht so richtig gemerkt. Man hat so einen Diamant, noch einen Diamant, noch einen Diamant. Gegen Ende wurde es natürlich ein bisschen zäh, wo ich dann gedacht habe, boah, nicht nochmal. Dann kam mir hier diese Keile rein. Und da war ich dann schon, hatte so diese übliche Ende-Durst-Strecke, aber hat sich nicht so gezogen wie andere. Ich habe einen leichten Schnupfen, also werde ich euch ein bisschen was vorhusten und halt diesen Tee trinken, damit meine Stimme schön da bleibt. Ja, aber sie hat wirklich Spaß gemacht. Wie heißt denn die Dame? Jane Slicer Smith. Das gibt es auch auf Ravelry. Nicht als Einzelpattern zu kaufen, sondern nur so als Buch oder halt so als Buch. Ich habe mir das dann bestellt, gebraucht. Und hier gibt es einige schöne Sachen drin, wo ich überlege, die nachzustricken. Das könnte ich mir auch super als Rock vorstellen. Ja, also hier sind einige schöne Sachen drin in dem Buch. Wird wahrscheinlich nicht mein letztes Stück daraus gewesen sein. Dann sind noch viele Sachen fertig, die ich euch gar nicht zeigen kann, weil die verschenkt sind. Also ich habe eine Mütze fertig gemacht, ich habe Socken fertig gemacht und die habe ich alle zu Weihnachten verschenkt. Was ich euch jetzt einblende, was ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt habe, weil so lange haben wir uns nicht mehr gesehen, also schon eine Weile her. Die liebe Natalia hatte mal wieder Geburtstag, das habe ich beobachtet, das passiert einmal im Jahr. Und dann habe ich ihr wieder so ein Paket fertig gemacht und da war unter anderem eine kleine Daisy drin, die ich gehäkelt habe, weil sie macht mir immer auch so tolle Socken, die dann da drin sind und so weiter und so fort. Und ihre Tochter macht immer ein bisschen was. Und dann wollte ich auch mal was Selbstgemachtes machen, außer halt Wolle natürlich, habe ich ihr die kleine Daisy gemacht und die ist dann auch schon eingezogen und sie hat sich ganz tolle gefreut und habe ich mich gefreut. Und ja, das Paket ist raus und die Daisy kam mit. Und es hat auch, ach, das Buch habe ich jetzt auch da hinten. Wenn man mal sich einen Plan machen würde, wenn man mal irgendwie vorbereitet wäre oder so, das wäre schon gut. So, aus dem Buch ist es, das habe ich euch ja schon mal in die Kamera gehalten, Helden der, die Kamera, ja, richtiger Fall, Helden der Kindheit und die kleine Daisy, die, da ist ein Einhorn, die heißt natürlich alle anders. Also Peppa Pig heißt verspieltes Schwein. Die schöne Prinzessin ist Belle, aus die schöne das Biest, Findus, quäliger Kater. Damit sie dann nicht allen für die Rechte zahlen müssen. Blätter, Blätter, Blätter. Also auf jeden Fall. Jetzt habe ich es gerade. Da hinten die kleine Daisy, die habe ich nachgehegelt. Donald nicht, obwohl ich Donald lieber mag als Daisy. Was ist denn das eigentlich für ein Einhorn? Ich kenne das gar nicht. Also welches spezifische Einhorn ist denn das jetzt eigentlich? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Na gut. Ansonsten, man kennt sie. Ne? Das wird sicherlich, es ist das erste, was ich daraus gehäkelt habe. Sicherlich auch nicht das letzte. Und ich habe ja auch nicht nur das Buch, ich habe ja auch noch Helden der Kindheit 2 und ich glaube, es gibt auch schon 3.
Wo wir gerade bei Büchern sind, was noch bei mir eingezogen ist, ist das da. Pokémon-Crochet. Oh mein Gott. Also ich werde auf jeden Fall den kleinen Evoli machen. Den da. Und ich glaube, ich habe geguckt, Bisasam müsste auch drin sein. Das habe ich nur schon gesehen, da hinten. Der wird auch noch nachgehäkelt. Das wäre meine erste Häkelanleitung auf Englisch. Ich habe, oh mein Carpador. Ich habe tatsächlich noch nie auf Englisch gehäkelt, immer nur Deutsch, weil ich einfach, die ganzen Häkelanleitungen sind von deutschen Designern, hat sich irgendwie so ergeben. Und deswegen habe ich das noch nie gemacht. Aber na gut, ist jetzt auch nicht so tragisch. Und dieser Flor wäre auch schön gewesen, aber das kann ich ja vielleicht abändern. Wo die Blume ja schon aufgegangen ist. Also hier gibt es einige süße Sachen. Natürlich ist in Pokémon das bei mir eingezogen. Und da bin ich gespannt, wann ich denn mal was daraus machen werde. Weil ihr kennt das, die Tapete ist ewig lang und man kommt nicht hinterher. Und dann gibt es schon wieder neue Ideen. Und dann will man das noch machen und dies noch machen. Und letztendlich macht man was ganz anderes als das, was man geplant hat. Warum auch immer. So, dann habe ich euch das gezeigt. Dann habe ich meine Sternjacke mal wieder rausgekramt. Da hatte ich so ein Problem mit den Ärmeln, dass ich da irgendwie nicht so ganz durchgestiegen bin. Und dann wollte ich sie eine Zeit lang liegen lassen, weil es ja manchmal so ist. Man lässt es liegen und dann kommt die Genialität und überfällt einen und dann weiß man, was, wie es gemeint war. Habe ich gemacht, hat nicht geklappt. Also ich habe es dann wieder rausgekramt, als ich mit der Jacke fertig war und ich wusste immer noch nicht, wie es geht. Und also die Anleitung, die ist vom Drachensteinwolle. Habe ich euch, glaube ich, das letzte Mal sicherlich schon mal in die Kamera gehalten. Und die liebe Anja, die macht ja auch immer ganz spezielle Designs. Also die hat dann immer wieder andere Art und Weisen, eine Jacke umzusetzen. Gut, die Sternjacke, beziehungsweise das ist eine Kreisjacke. An sich, die Idee selber, die ist ja schon älter. Aber ich habe noch nie eine Kreisjacke gestrickt. Weiß also nicht, ob das jetzt ein besonderes Design ist von Anja. Aber sie macht das ja gerne mal so. Also selbst wenn man dann irgendwie ganz viele verschiedene Sachen schon gestrickt hat, kann es sein, dass man dann da steht und gar nicht weiß, was gemeint ist. So, das ist der Beginn. Und das war jetzt auch bei mir so. Und ich habe einfach partout nicht verstanden, wie ich jetzt diese Ärmel umsetze. Habe also in die Gruppe da reingeschrieben, so ob dann jemand da ist, der mir mal schnell helfen könnte. Und hat Anja zurückgeschrieben am nächsten Tag, hat sie erstmal entschuldigt, dass sie mich nicht sofort geantwortet hat. Hallo, musst du doch nicht. Also, du musst doch nicht irgendwie ständig auf der Matte sein und darauf warten, dass irgendjemand schreibt, worauf du dann antworten kannst. Also ich fand es süß, dass du mir dann geschrieben hast, ne? Und mir dann sogar aufgemalt hast, wie ich das machen soll. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ich weiß es nicht genau. Also ich dachte, ich habe es verstanden und dann war ich mir doch nicht sicher. Auf jeden Fall, ich habe diesen Knoten noch so ein bisschen, glaube ich, im Kopf. Aber ich denke mal, also es macht auf jeden Fall erstmal Sinn, so diesen kleinen Keil, von dem du da gesprochen hattest. Und ich stricke jetzt erstmal weiter und hoffe, dass das auch gut sitzt als Kreisjacke, weil ich ja einfach, wie gesagt, noch nie eine Kreisjacke gestrickt habe und mir das einfach schwer vorstellen kann und ich verliere Maschen. Und dann werden wir sehen. Auf jeden Fall konnte ich weitermachen und sie macht super Spaß. Dieser Stern ist auch so toll. Ich liebe ihn, deswegen wollte ich sie unbedingt haben. Ich habe so das Gefühl, dass sie vielleicht schon wieder ein bisschen größer sein könnte, weil so Farbverlaufsgarn ja immer doch sehr ausgeht, obwohl ich immer eine gewaschene Maschenprobe mache. Aber trotzdem ist es manchmal so, dass man denkt, ah, hätte doch ein bisschen kleiner gekonnt, aber wir werden sehen. Also das ist es im Moment. Ihr seht, ich habe hier einige Nadeln drin. Ich habe die Ärmel nämlich auch auf Nadeln erstmal stillgelegt, nicht auf Seilen. Und die Wolle, die ist schon seit einer Weile in meinem Stash. Das ist die von Marion. So, hier dieses Knäuel. Weil die ja schon so lange bei mir rumlag, ist natürlich das schon ein bisschen aus der Form und kommt dann so als Pulk immer raus. Nicht so als einzelner Faden. Man kennt es. Man sollte Bobbel sofort verstricken, ansonsten machen die Blödsinn. Und man kommt gar nicht hinterher. So.
Also diese die Kreisjacke Stern, die ist jetzt wieder hervorgekramt. Ich mache jetzt weiter und hoffe, dass sie am Ende gut sitzen wird. Das ist, wie gesagt, meine erste meine erste Kreisjacke. Ich weiß also noch nicht, worauf ich mich da einlasse, aber ich bin gespannt. Wo wir gerade von Jacken sprechen, habe ich diesen Knäuelbobbel. Ich habe da zwei von. Das war ein Weihnachtsgeschenk. Den habe ich mir gewünscht. Ist auch ganz süß. Merry Christmas haben sie drauf geschrieben. Marion und oder Holger. Auf beide. Total süß. Weil es ja mein Weihnachtsgeschenk war. Und das ist mit diesem... Die haben jetzt da im Laden ein neues Farbverlaufsgarn. Also ein Beilaufgarn. Und der ist kunterbunt. Deswegen habe ich mir, das ja mein Wunschbobbel ist und ich mir den habe schenken lassen oder beide, habe ich gesagt, ich möchte den in schwarz mit dem Beilaufgarn und sonst nichts. Und als ich die dann so in der Hand hatte, dann wusste ich es, das ist ein Garn, was für die Nonna vorgesehen ist. Also habe ich die Nonna angeschlagen. So sieht's aus. Ich sehe gar nichts. Und ihr kennt es. Während des Strickens, also bis da bin ich gekommen, ich bin mit einer Reihe, wie ihr seht, während des Strickens hatte ich ständig so dieses Gefühl, die ist zu groß. Du hast etwas nicht beachtet. So diese Stricker-Intuition. Die ist zu groß, da stimmt was nicht. Dann habe ich mir irgendwann nochmal durchgelesen, weil ich eigentlich was anderem gesucht habe und da habe ich herausgefunden, warum die zu groß ist. Ich habe nämlich wirklich etwas nicht beachtet. Und jetzt werde ich es nochmal aufmachen, nochmal neu stricken. Ich bin ja nicht weit gekommen. Also wie ihr seht, ich bin beim zweiten von diesen Kraus-Rechts-Teilen. Es ist noch nicht so viel. Aber bevor die komplett aus der Fasson ist und viel, viel, viel zu groß ist, weil das wird sie nämlich sein, mache ich es lieber nochmal neu, wo ich jetzt gerade schon am Anfang bin und trage sie dann, als dass sie dann im Schrank liegt, weil es mir einfach zu groß ist. So. Dieses Muster, was da bei der Nonna ist, werde ich nicht machen, weil ich glaube, das wird komplett untergehen bei dem verschiedenen bunten Speckers, die dann einfach dann so auftauchen oder auch mal wieder nicht. Ich glaube, das wird nicht aussehen. Also die wird nochmal neu aufgemacht, nochmal neu angeschlagen und dann bin ich gespannt, wie viele Jahre ich dafür brauchen werde. Ich weiß es nicht. Also ich höre ja von vielen, die dann teilweise ganz schön lange da dran stricken, nicht weil es jetzt so ein unglaublich großes Projekt ist, sondern weil sich das zieht. Also ich wollte sie schon lange haben. Ich weiß nicht, ob es eine kluge Idee war, aber wir werden sehen. So, und ich habe noch ein paar Sachen, die ich gerade runterwerfe. Ich habe die Mütze, diese Zipfelmütze mit dem ganz langen Zipfel, die ich verschenkt habe. Die habe ich aus so einem grünen Alpaka-Garn gestrickt, woraus ich schon mal eine Mütze gemacht habe. Und ich habe es ein bisschen gut gemeint. Ich wollte auf keinen Fall, dass mir die Wolle ausgeht, kurz vor Weihnachten. Und dass ich dann am Ende irgendwie keine Geschenke habe. Also habe ich 4 Knäule bestellt für diese Mütze, obwohl der lange Zipfel dabei brauchte ich nicht mal einen. Also habe ich jetzt ganz viel Wolle übrig und weil ich nicht wollte, dass sie da einfach so rumliegt, habe ich mir auch eine Mütze gegelt, eine ganz einfache. Also einfach nur halbe Stäbchen, ohne irgendwas, ohne Schnickschnack. Die hatte ich auch schon an, die sitzt gut, ich meine, es ist eine ganz normale Mütze, man kennt es. Und ich wollte halt auch selber was in Grün haben. Und eigentlich steht mir die Farbe gut, wenn das Licht nicht so kacke ist. Aber aus dem da, da sind ja keine 4 Knäuel drin. Also habe ich noch was gestrickt. Und zwar die Eulenstulpen. Das sind ja nicht meine ersten, aber die ersten für mich. Die anderen habe ich alle immer verschenkt. Und da seht ihr die kleine Eule. Ich finde die total niedlich. Den zweiten gibt es natürlich auch. Das hatte ich noch nicht an, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Auch das ist warm wie bekloppt. Also wirklich. Es ist dadurch, dass es halt so ein flauschiges Alpaka-Garn ist, hält es halt unglaublich warm. Passt zu meinen Fingernägeln, sehe ich gerade. Und irgendwann, wenn es mal wieder richtig, richtig kalt ist, werde ich die auch mal draußen tragen können. So über die Uhr. Ja, meine allerersten Eulenstulpen, die für mich sind. So.
Und weil die Wolle immer noch nicht zu Ende war, ich habe das Knäuel noch und noch ein ganzes, mache ich einfach noch ein ganz normales Dreieckstuch ohne irgendwas, auch nur kraus rechts, was ich einfach so nebenher mache. Da habe ich auch die ganzen Reste, wie ihr seht, verarbeitet. Das muss ich noch vernähen. Und das wird dann so ein ganz normales Tuch, was zum ganzen Rest passt und was kein Muster hat oder sonst irgendwas. Genau. So, dann habe ich das. Ich habe das. Das war's. Ich habe noch ein paar Socken gestrickt. Also abgesehen davon, also ich glaube, ich habe noch ein paar Socken gestrickt, was ich euch hätte zeigen können, aber es war einfach nur Stinos und da finde ich das irgendwie nicht so spannend, wenn die jetzt kein besonderes Muster haben. Also habe ich die nicht hier. Das war's. Mehr habe ich nicht auf den Nadeln. Beziehungsweise, doch, ein Tuch habe ich noch, aber da habe ich nicht dran weitergestrickt. Und diese Jacke, also die andere aus dem Seidengarn. Mein ewiges Damoklesschwert. Aber daran habe ich auch nicht aktiv weitergemacht. Das war's. Mehr habe ich euch nicht zu zeigen. Und zu erzählen habe ich auch nicht so viel. Ja, also dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es waren jetzt 20 Minuten. Ich hatte das Gefühl, ich bin mehr rumgerannt und habe die Bücher geholt, als ich eigentlich erzählt habe. Also, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß dabei. Und dann hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Jahresanfang habt und eure Wünsche vielleicht schon in Erfüllung gegangen sind oder noch in Erfüllung gehen. Und dann werden wir uns demnächst dann wiedersehen. Macht's gut!